So. Ich hoffe, den einen oder anderen von euch wird jetzt nicht schlecht hier, so wie ich hier rumsteuere. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Rising World. Ich mache das irgendwie immer so impulsiv, wa? Ja, wir haben uns ja dazu entschlossen, dass wir hier so ein bisschen rumfliegen und ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Jetzt müssen wir aber natürlich auch gucken, dass wir ein paar Baustoffe holen. Dafür müssen wir auch mal wieder auf dem Boden landen. Auf dem Boden der Tatsachen, wie man so schön sagt. So, lass mal überlegen, die Balken brauchen wir. Das war's. Mehr können wir hier gar nicht gebrauchen. Wir brauchen so eine schrägen. Und, ne, hiervon. So eine schrägen brauchen wir richtig viele. 120. Klingt jetzt erstmal viel, aber ist es ja nicht. Ja, was können wir noch heute reden? Es gibt ein paar unter euch, die sind ja, wie sage ich Ihnen das, ohne dass das fies klingt? Die sind sehr einfallsreich darin, rauszufinden, was denn so als nächstes Projekt hier auf dem Kanal laufen wird. Auf eine Art finde ich das ja echt cool, weil man da so merkt, okay, ey, da sind ein paar wirklich hinterher und wollen wissen, was hier so abgeht. Auf der anderen Art ist es auch immer so, ne? Weil die Sache ist einfach, dass manchmal sind Sachen nicht wirklich spruchreif. Manchmal musst du bei ein paar Sachen noch ein bisschen rumexperimentieren, noch ein bisschen tun, machen, walten. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ne, das ist ja vollkommener Schwachsinn. Das war auch vollkommener Schwachsinn. Wir müssen den ja einen wegsetzen. Das heißt, wir brauchen da erstmal so einen Quetschblock. Nehmen wir einfach so einen hier. Und da aus kommt es heran. Ja, und deswegen ist das für mich immer, ich will immer, das ist auch nie ernst, nie böse gemeint. Ich will einfach nichts irgendwie versprechen, was ich dann vielleicht nicht halten kann. Das finde ich nämlich total schrecklich immer. Ne, so geschehen zum Beispiel mit Outlast. Ich wollte nie sagen, dass wir wirklich Outlast zocken. Hab mich da immer so ein bisschen zurückgehalten. Aber es gab halt voll viele, die dann immer wieder gefragt haben. Also wie gesagt, das ist echt nicht böse gemeint, ne? Aber irgendwann, da bist du dann selber irgendwie, hast du einen voll guten Tag und dann denkst du dir, ja komm, scheiß drauf. Dann sage ich einfach, jetzt spielen wir Outlast, das werde ich schon hinkriegen und dann zeitlich ist das auf einmal nicht drin, ne? Und das ist so scheiße, das nervt mich mehr als alles andere. Von denen können wir auch ein paar mitnehmen. Wir brauchen aber diese Eckpenöpes. Hier. Diese hier. Brauchen wir auch mal so 40. Kommt schon hin. Da seht ihr auch, wie schnell das Holz hier wieder weg ist. So, wo haben wir so Eckpenöpes? Da haben wir Eckpenöpes. Und deswegen halte ich mich da, wie gesagt, immer so ein bisschen bedeckt, wenn es darum geht, so, ja, Semi, was zocken wir denn als nächstes? Und mittlerweile macht es mir auch ein bisschen Spaß, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen fies, auch so minimal falsche Informationen rauszuhauen und einfach so zu gucken, wie sich das so alles verhält. Ne, ein bisschen Spaß muss ja auch schon mal dabei sein. So, das wird jetzt echt interessant, wie wir hier das Dach bauen. Denn wir müssen das teils von unten, teils von oben. Und von unten kennen wir ja das alte Problem. Ist das richtig so? Sag mal, bin ich blöd? Man wird doch hier wohl. Oder kann man den so rum gar nicht bauen? Wir brauchen das jetzt so bloß auf den Kopf gestellt.
Den gibt's bloß mit nach draußen gucken dann. Das ist jetzt blöd. Futter, Moment mal. Stimmt, wir müssen jetzt ja sowieso irgendwie eins versetzt dran klatschen. Da hast du dann immer so eine Stufen dran. Ach. Ach, herrje. Ach, herrje. Leute. Liebe Herr Entwickler. Lieber Herr Entwickler. Warum, 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 warum? Aber warte mal. Oh, krass. Jetzt fängt mein Denkmuskel an. Moment mal. Wenn wir so einsetzen, ne? Und dann einen so nehmen. Das gibt's doch nicht, ne? Was ist das jetzt? Der ist dann so nach innen. Gibt es. Kriegen wir hier keinen in die Lücke gefüllt? Dammer. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Weiß nicht genau, wie es, was ich dazu sagen soll. Und wie wir das Problemchen das lösen können. Vielleicht mit einem Wölkchen. Hä? Das kann doch nicht sein, dass wir das nicht andersrum platzieren können. Wisst ihr, wie ich meine? Weil da hast du immer so eine Ecke. Bräuchte das jetzt genau so, wie es ist, aber gedreht. Einzige, was wir machen können, ist, dass da so Ecken rausgucken. Das wäre dann so. Ja, es ist falsch, ein Dachdecker abrutscht. Ja, können wir nicht ändern, Leute. Müssen wir so machen. Naja, hey. Nicht schön, aber selten. Ach komm. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Ich bin dann so auch schon... Das ist auch nie böse gemeint von mir. Aber ich streue dann manchmal ein paar falsche Informationen. So beiläufig. Und manchmal tease ich sogar was an. Letztens, habe ich sogar direkt in einem Gespräch auf Twitter quasi eigentlich schon gesagt, was ich gerade hochlade. Weil da hab's, oder da ging es darum, das kann ich ja jetzt, warte mal. Heute, wenn das hier rauskommt, ist Freitag. Ach, da kann ich es ja genau ansprechen. Ja, da habe ich nämlich schon genau gesagt, dass ich jetzt dann heute im... Also, warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier überlegen. Eins weiter. Ja, habe ich nämlich, da ging es darum, wie groß Dateien sind beim Hochladen und so in so einem Gespräch.
Und da habe ich quasi gesagt, ja, naja, hier die erste Folge von Assassin's Creed, Freedom Cry, ist so und so groß. Und wenn man da halt genau aufgepasst hat, dann wusste man ab da schon, hey, Assassin's Creed Freedom Cry. Ne? Nur mal, um das so für die Leute zu sagen, die immer versuchen, alles rauszubekommen. Das kriegen wir auch nicht gelöst hier, ne? Dann lassen wir das einfach so. Zack. Auch wenn das ein bisschen umständlich aussehen mag, was ich hier manchmal mache, das ist im Gegensatz zu dem, was wir uns sonst antun müssten hier mit dem Dachbau, ist das eine Ersparnis vom allerfeinsten. Was ich jetzt bloß überlege, ist, ob wir das Dach so machen, also keine Sorge, wir reißen jetzt nichts ab vom Dach, oder ob wir quasi bin ich jetzt besoffen? Oder ob wir quasi hier noch einen so ran machen. Aber nee, das lassen wir so, wie es ist. Das gefällt mir ganz gut. Ob ihr es glaubt oder nicht, gefällt mir wirklich ganz gut. Nee, und ich freue mich drauf. Ich freue mich aufs neue Projekt. Ich freue mich auf Assassin's Creed. Und ich rede schon wieder in diesem Let's Play über andere Sachen. Tut mir echt voll leid. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist einfach, weil man hier so unheimlich viel Zeit hat, irgendwas zu erzählen. Ne? Ist echt nicht irgendwie so gemeint, dass mir das Spiel zu langweilig ist hier. Sondern das ist einfach total entspannt. Ist gerade so dunkel hier in dem Spiel, dass ich selber nicht sehe, wo ich irgendwas hinsetze. So. Damit ihr auch mal was seht, machen wir mal jetzt einfach. Sind wir mal so frei. Oh, da sind wir out of ammo. Übrigens für die Leute finde ich voll krass, ne? Eine ganze Weile war es ja echt so, dass alle mich nur noch ja, angequatscht haben wegen Minecraft hier, Minecraft da, Minecraft hast du nicht gesehen, in Minecraft Konsolenversion gibt's jetzt Schafe, wollte ich sagen, gibt's jetzt wie heißen die, Hotties hier. Oh Gott, Eck und meine Fährgeräusche. Hey Pferde! So heißen die, oh krass, Alter. Ja, so ist man halt nach ja, fast 10 Stunden auf Arbeit rumhängen. Wir sind fast wie Batman. Irgendwie kann man sich auch daran gewöhnen, an die Ecken, ne? Also jetzt ohne es schönreden zu wollen. Sieht eigentlich ganz lustig aus. So, pass mal auf, wir brauchen von denen hier unzählige. Oder geht schon wieder das Holz aus? Oh, scheiße. Ja, nee, und auf einmal wird wieder richtig aktiv geschrieben wegen Unturned an jeder Ecke und jeder Stelle. Geht's wieder hier Unturned, da neues Update und sonst was. Unturned war ja schon ganz lustig, ne? Aber im Moment, also ich kann euch schon mal sagen, wir werden auf jeden Fall in Unturned nochmal reingucken. Wahrscheinlich dann aber im Livestream, aber das werde ich dann auf jeden Fall so machen, dass die Leute, die den Livestream nicht gucken können, dass die das auch sehen. Also das werde ich dann aufzeichnen. Aber wann wir das machen, kann ich echt noch nicht sagen. Denn im Moment ist es echt voll. Nur wie gesagt, jetzt hat er jetzt Assassin's Creed angefangen. Dann fangen auch noch andere Projekte an. Zu denen ich jetzt nichts sage. Aber ein paar davon hatte ich schon mal benannt.
Und andere hatte ich vielleicht auch nur angeteased und vielleicht war ja das ein oder andere, was ihr so gesehen habt, auch nur eine meiner Überlegungen, ne? Das kann ja auch immer sein. Das ist voll fies, ey. So. Achso, der muss raus hier. Jetzt ich überlegt, wo kommt denn hier der hierher? Das ist echt cool, so zu bauen. Vielleicht, wenn ich, boah, jetzt habe ich so viele Spieletitel im Kopf. Wenn Rising World später mal ein bisschen weiterentwickelt ist und wir wieder mal überlegen, ob wir hier reingucken, vielleicht machen wir dann, wenn es das dann gibt, so ein Kreativmodus-Ding draus, dass wir einfach nur irgendwie bauen und versuchen irgendwie eine richtig coole Stadt zu bauen oder sowas. Und da können wir dann richtig cool labern, vor allen Dingen natürlich über eure Themenvorschläge, wenn ihr welche habt. So. Ich hoffe, den einen oder anderen von euch wird jetzt nicht schlecht hier, so wie ich hier rumsteuer. So, wenn man das jetzt da drüben gemacht. Jetzt lass mich mal überlegen. Habe ich so gemacht, ne? Habe ich hier einen ran gemacht? Nee. Nee, nee. Das hätte jetzt noch eins tiefer gemusst, ne? Ich mal wieder. Boah, ich habe so Kopfmatsch heute. Zack. Und da haben wir dann von unten die Ecken so reingemacht. Zack. Zack. Zack, ja, ich lasse mich nicht nochmal verarschen. Ey, so langsam habe ich auch raus hier, wie man euch setzen muss. Mein Freund. Guck mal, da können wir noch so reinmachen. Oh, den haben wir zu viel hier. So, Pasta. Das heißt, so müssen wir machen. Kicker, das sieht doch richtig gut aus, ey. Mir gefällt das. Zack. Zack. Wenn man erstmal den Dreh raus hat, wa? Hihi, gefällt mir. Ja, und mit den neuen Projekten, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, mit den neuen Projekten, bin ich dann auch ziemlich eingebunden. Das werdet ihr schon sehen, inwiefern ich da ziemlich eingebunden sein werde. Jetzt überlege ich, ziehe mir da einen Balken. Können wir eigentlich machen, wa? Ziehen wir da einen rüber. Ja, immer so am Rand lang. Oh, da sind wir auch out of ammo. Werde ich gucken, dass ich vor der nächsten Folge unsere Bäume, die noch nicht gewachsen sind, ein bisschen abernte. Und dann werden wir auf jeden Fall weiterbauen. Ich mache mal jetzt hier das Licht aus. Aber so langsam, aber sicher wird es ja richtig krass. Aus unserer kleinen Farmershütte und unserem kleinen Fachwerkhaus, wie es ja mal geplant war, ist ja so ein richtiger Koloss geworden. Taste the Rainbow. Ja, aber ich glaube, das kommt so cool. Stimmt, unseren Hammer müssen wir noch rausnehmen. Und dann haben wir bald unser Haus fertig. Mensch, cool. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten paar Folgen hier, wenn wir noch alles fertigstellen und bin gespannt, wie das Ganze dann zum Schluss aussehen wird. Außerdem freue ich mich natürlich auf alle neuen Projekte und auf alles, was noch kommen wird mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr seid natürlich wieder da aktiv dabei. Bis dahin, macht's gut.